Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und wir sind zurück nach einer kleinen Pause. Und nicht nur, dass wir hier zurück sind und jetzt in Zukunft noch deutlich mehr auf dem Kanal kommen könnte zu den Änderungen in meiner kleinen Online-Akademie, werde ich an späteren Videos mal genauer drauf eingehen. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt wieder mehr Zeit für die Dinge, auf die ich Bock habe. Und da gehören natürlich auch unmittelbar die Schulungstätigkeiten dazu. Weniger Zeit für Blödsinn, aber dazu mehr in anderen Videos. Blödsinn war es auch, dass ich die Software von unserer Lernplattform umstellen musste. Und darum soll es in diesem Video gehen. Wir mussten die Software, die Learning Management Software von unserem Lernportal nnf.de umstellen. Das will ich euch jetzt zeigen. Wenn ihr also ein Kunde von uns schon wart, dann seht ihr jetzt gleich, dass es anders aussieht. Und wenn ihr ein neuer Kunde werden wollt, seht ihr schon mal, wie das aussieht, wenn man sich bei uns dann einen Online-Kurs, ein E-Book gekauft hat. Ja, wenn man das erstmal jetzt drauf geht, kommt ein Cookie-Hinweis. Ihr könnt gerne auch ablehnen. Da ist vor allem aber einfach nur ein Google Analytics dahinter, weil ich natürlich wissen will, wie viele Zugriffe auf die Website kommen so. Auf der Landingpage ist im Moment nicht viel, weil wir jetzt gerade das Design auch ein bisschen neu machen. Also optisch wird es nochmal ein bisschen hübscher. Auf jeden Fall steht hier oben ja auch noch, wir stellen gerade die Software noch um. Rein technisch sind wir aber soweit durch. Wenn ihr dann auf Login geht, dann kommt dementsprechend das Login-Feld. Ansonsten ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ne? Wir haben jetzt hier oben so eine Warenkorb-Anzeige. Wenn man im Shop was hat, dann ist das hier im Warenkorb jetzt angezeigt. Das ist ein bisschen transparenter, wenn ihr noch dabei seid, den Kurs gerade zu kaufen. Aber wenn ihr soweit gekauft habt und habt dann die Info bekommen, hey, ihr dürft euch jetzt einloggen, dann habt ihr hier eure E-Mail-Adresse, über die ihr gekauft habt, oder euren Benutzernamen, den ihr euch dann selbst gegeben habt oder der euch dann erstellt wurde automatisch. Und den gebt ihr dann einfach hier ein, mit genauso dem Passwort, was ihm dann direkt erstellt werden kann. Also beim allerersten Mal einloggen wird ein Passwort erstellt und danach habt ihr das hoffentlich euch irgendwo eingespeichert oder nein, nicht hingeschrieben. Merkt euch das, ne? Am besten ein gutes Passwort, was man sich merken kann. So, ihr loggt euch ein und dann sieht das Ganze. Das sieht jetzt einfach anders aus, ne? Die Landingpage, die wird noch mal ein bisschen hübscher, aber ihr seid dann auf eurem eigenen Lernprofil. Hier stehen dann auch die Sachen, die ihr euch in den Einstellungen eures Profils weiter reingegeben habt, ne? Also hier Einstellungen, allgemein Avatar, ne? Kann man sich ein Bildchen machen und so weiter. Das ist auch hier oben über mein Profil jederzeit erreichbar. Da könnt ihr hinschreiben, wer ihr seid, was ihr so macht und so weiter. Weil es prinzipiell auch dann Stellen gibt, an denen ihr untereinander in Kontakt treten könnt, zum Beispiel auch in einem Lernforum jeweils. Ihr seht aber hier, ne, begonnene Kurse, aktive Kurse und schon abgeschlossene Kurse. Mein Demo-Benutzer hat jetzt hier unseren einfachen Beginnerkurs und unser einfaches 100-seitiges Lernheft und zwei Aufzeichnungen unserer Kurzseminare gekauft und kann die dann hier sehen. Ne? Die sind in seinem eingeschriebenen Bereich in Bearbeitung, abgeschlossen noch nichts. Wenn ihr ein E-Book zum Beispiel bei uns gekauft habt, ne, dann kann man jetzt hier einfach draufklicken auf das Produkt, ne, in diesem Fall Lernheft. Das sind nochmal so ein paar Infos, das ist einfach so eine Landingpage, die nochmal darauf hinweist, dass man das jetzt hat. Wenn ihr irgendwo mal ein Produkt bei uns findet, was ihr irgendwann vielleicht haben wollt, haben wir jetzt auch hier eine tolle Wishlist-Funktion. Das könnt ihr dann in die Wunschliste eures Users packen und dann beim nächsten Mal praktisch vielleicht dann auch kaufen oder euch vom Arbeitgeber bezahlen lassen. Hier ist dann vor allem der Klick mit Fortfahren zu sehen. Damit springt ihr direkt dann an die Stelle, an der ihr bisher in eurem Lernfortschritt seid. Ne? Habe ich gerade erst hier gekauft, also bin ich noch bei 0 und bin hier in der ersten Seite herzlich willkommen. Und dann kann ich mich hier eben durch meine Kapitel des E-Books durchklicken, entweder an der seitlichen Navigation, die ich hier natürlich auch ausblenden und wieder einblenden kann, wie ich dazu lustig bin, kann ich eben das Ganze lesen und verstehen und dann zum Beispiel als abgeschlossen markieren. Dann ist dieses Kapitel abgeschlossen und kann dann zum nächsten gehen, ne? Maschinenbetrieb, Strom selbst erzeugen. Also das ist eine klassische Navigation, wie man sie sich vorstellen würde. Und ganz am Ende ist hier auch wie immer noch der eigentliche PDF-Download, wo ihr also dieses E-Book dann jeweils noch für euch auch als PDF abspeichern könnt. Na? Das sind die PDFs, das sind die E-Books, das ist also genauso wie immer, nur jetzt optisch ein bisschen anders als bisher. Bei den Videokursen, na, jetzt würde ich wieder auf mein Dashboard und meine Kurse zum Beispiel gehen. Bei den Videokursen ist es jetzt ähnlich. Na, wenn ich dann auf meinen Beginnerkurs zum Beispiel gehe, dann gehe ich hier genauso gleich auf Fortfahren.
sage, ich will loslegen, ich sehe schon hier 19 Lektionen, 3 Übungen, 3 Quizze und dann sind hier eben die Videos eingebettet. Apropos dieser Videos, wir haben einen neuen Video-Hoster. Das Ganze sollte jetzt also nochmal deutlich performanter und besser funktionieren als bisher schon. Wir haben einen anderen Video-Hoster gewählt als bisher. Jetzt ist hier meine Kamera, glaube ich, so ein bisschen, upsie, ha, das war das Falsche, meine Kamera ein bisschen im Weg. Ich tue mich mal hier so zur Seite. Wenn ihr die Videos abspielt, dann könnt ihr genauso immer noch die Geschwindigkeit verändern oder die Qualität verändern oder ins Vollbild wechseln, wie ihr da wollt. Dann guckt ihr euch das Video jeweils an vom Kapitel, sagt dann abgeschlossen. Und wenn ihr zu den Übungen kommt, könnt ihr die dann genauso, wie man es gewohnt wäre, abschließen. Und dann hat man das Ganze geschafft. Apropos geschafft. In diesem Dashboard, was ja jetzt neu aussieht, habt ihr hier den Bereich Tests und Certificates, wo ihr entsprechend eure Abschlüsse der einzelnen Videokurse auch nochmal nachvollziehen könnt. Ne, Wishlist ist diese Wunschlistenfunktion, wo ich zum Beispiel unseren großen Einsteigerkurs für diesen Demo-User reingepackt habe. Ne, das möchte er dann gerne kaufen. Bei Bestellungen oder WooCommerce würdet ihr nochmal euren Kaufverlauf jeweils sehen. Achtung, wenn ihr schon alter Kunde seid und jetzt praktisch in dieses neue Lernsystem migriert worden seid, ist das, was hier unter Bestellung steht, einfach nicht richtig. Das ist meine manuelle Anlage. Das hat also nichts damit zu tun. Ihr würdet euren Kauf eher bei WooCommerce finden, weil das der eigentliche Shop ist. Ja, also nicht wundern, wenn hier ich extra beide Einstellungen aufgezeigt habe. Das eine ist vor allem für die neuen Käufer und das andere ist für alle auch alten Käufer wichtig. Ja, wie gesagt, bei Einstellungen könnt ihr so ein bisschen was zu euch machen, auch euer Passwort ändern, euch wieder abmelden. Also hier ist alles dabei, was man so im Alltag bräuchte. Bei den Kursen und bei den E-Books habe ich jetzt eine Sache geändert. Ich habe jetzt bei jedem dieser Kurse, bei jedem dieser E-Books ein Forum mit verlinkt. Einerseits, wenn ihr jetzt euch die Aufzeichnung von unseren Kurzseminaren gekauft habt, habt ihr sowieso dann immer schon innerhalb der Navigation, das sehen wir dann hier im Lehrplan, den Link aufs Forum, wo ihr eine Frage zum Beispiel stellen könnt. Wir haben jetzt aber auch beim Beginnerkurs zum Beispiel, der ja nur 19 Euro kostet, hier den Link auf das Kursforum beginnen. Und das ist ein ganz einfaches Austauschforum, da könnt ihr euch auch überlegen, eine Frage reinzuschreiben. Zu meiner Neuausrichtung gehört jetzt nämlich auch, dass ich doch viel mehr Zeit auch dafür verwenden möchte, den Service im Weiteren für euch hier mit zur Verfügung zu stellen, wenn ihr denn ein zahlender Kunde seid. YouTube-Kommentare sind immer so ein Ding. Ich versuche auch da jetzt vielleicht in Zukunft mehr Zeit drauf einzuwenden, aber ihr müsst halt bedenken, gerade YouTube ist einfach nur mein Marketing-Kanal. Ich lebe ja nicht von YouTube. Ihr seht da keine Werbung. Ne? Das muss halt auch klar sein. Solange da keine Werbung ist, verdiene ich darüber auch nichts und kann deswegen da auch keinen Verbraucherschutz in dem Sinne, keine großartigen Fragen für jeden beantworten. Aber ihr habt ja durchaus dort die Möglichkeit, auch Mitglied zu werden auf dem Kanal. Und wenn ihr dann entsprechend ein Logo neben euch habt, bei eurem Benutzernamen, wenn ihr kommentiert, kann es sehr gut sein, dass ich das dann umso schneller sehe, wenn ich mal durch die Kommentare durchscrolle und dann auch eine Antwort geben würde. Das sind 1-2 Euro im Monat. Wenn es euch das wert ist, gerne klicken. Ansonsten habt ihr ja in unserem Shop jede Menge Möglichkeiten. Der Shop selbst ist im Großen und Ganzen unverändert. Ihr habt dann hier unsere ganzen E-Books, Printbooks, Seminare, Seminaraufzeichnungen, Videokurse und dann eben die ganzen Produkte selbst, auf die ihr dann springen könnt und die in euren Warenkorb tun könnt. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Es ist wirklich nur das Lernsystem selbst, was es einmal zurückgesetzt ist und wo dementsprechend ihr auch euren Lernerfolg neu starten müsstet. Wenn ihr in der Vergangenheit schon die Kurse abgeschlossen habt und deswegen ein Zertifikat hattet, dann schalte ich euch das frei. Also das werdet ihr dann bei eurem Download-Bereich jeweils finden, dass das sollte funktionieren. Wenn nicht, habe ich das auf jeden Fall immer noch da liegen. Ihr könnt das dann bei mir anfordern oder sowieso. Ihr bekommt ja auch eure Zertifikate hier dann automatisch zugeordnet. Wenn ihr lieber ein manuell erstelltes Zertifikat für euren Arbeitgeber zum Beispiel haben wollt oder für eine Bewerbung haben wollt, gerne dann auch bei uns einfach Bescheid geben über das Kontaktformular. Dann erstelle ich euch auch persönlich mit handschriftlicher Unterschrift ein Teilnahmezertifikat. Genau, soweit erstmal zu der Neuausrichtung unserer Lernplattform n1.de. Wir haben jetzt ein paar hundert User darauf. Das heißt, ihr seid da zu einem großen Teil auch vertreten.
Egal, ob ihr irgendwann vor 3 Jahren mal ein E-Book gekauft habt oder jetzt vor kurzem erst einen Kurs, ihr seid dort alle angelegt mit eurer E-Mail-Adresse. Ihr könnt mit E-Mail-Adresse oder Username euch einloggen. Es gibt auch eine Passwort-Zurücksetzen-Funktion, wenn ihr die vergessen habt. Loggt euch einfach mal ein, schaut nach. Ihr habt eure Produkte auf jeden Fall zugeordnet. Ich habe die alle manuell angelegt. Also ich habe ein paar hundert manuelle Produktzuordnungen im neuen Lernsystem gemacht. Es muss also wirklich funktionieren. Wenn euch irgendwas auffallen würde, sagt Bescheid über eine E-Mail an info@energiewirtschaft.de und dann kann man da immer noch was machen, aber es sollte wirklich funktionieren. Okay. Die Änderung war jetzt notwendig. Wie gesagt, das alte Lernmanagementsystem war nicht gut, war zu teuer und konnte zu wenig. Das neue ist hier ist wirklich schön erweiterbar und kann das, was ich auch im Weiteren noch brauche. Die Seite ist noch lange nicht fertig entwickelt, also da wird es auch immer wieder neue Erweiterungen geben. Wenn ihr Ideen habt, Anmerkungen habt, gerne auch hier direkt drunter kommentieren oder eben eine E-Mail schreiben oder hier auch in einem Forum einfach dann eine Frage hinterlegen, wenn ihr schon User seid. Okay, soweit erstmal dazu. Das ist die Neuausrichtung unseres Lernportals n1.de. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, einfach schreiben. Kein Problem. Alles klar. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für die nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und bis dann.